kommt näher und meldet: Willkommen, Kämpfer! Das Spiel ist einfach. Es gibt nur eine Regel: keine Waffen. Kämpft so lange, bis nur noch ein Mann auf den Füßen steht. Werdet ihr es sein? Du? Hm? Wer wird die goldene Maske gewinnen? Das sollte ja kein Problem sein. Und nun der nächste Bewerber. Na komm, Raunder, komm. Und bam! Loslassen jetzt! Nö, glaube ich nicht. Aber das ist mir scheißegal. Bam! Das ist zwar ein bisschen gemein von mir, aber. Das tue ich nicht alles dafür. Der da hält sich scheinbar für einen Meister. Ach, er soll mir zeigen, wie schrecklich falsch ich liege? Schau dir das an, der kann doch gar nichts. Der liegt doch jetzt schon in der Ecke. Der kriegt es einfach nicht. Gibt es niemanden, der unseren Mann hier im Ring herausfordern will? Haben wir einen Sieger? Ah, wir haben noch Kämpfer. Waffen sind also erlaubt jetzt. Ah, so soll das also laufen, ne? Lachu, du wirst nicht entkommen. Jetzt erledigt ihn! Seid nur bereit, wenn der Moment geht! Oh, mit dem Dolch lässt sich das wirklich einfach nehmen. Des Karnevals haben ein glorreiches Ende gefunden. Kommt und seht, wie unser Gewinner seine goldene Maske einfordert. Der Sieger hat bewiesen, dass er der leichtfüßigste Läufer, der stärkste Kämpfer, der klügste Stratege und auch der Favorit der Damen ist. Da er nun 4 Spiele anständig gewonnen hat, ist der Gewinner unserer goldenen Maske. Der Gewinner der goldenen Maske ist Dante Moro. Glückwunsch. Dumm, dieser Drecksack. Wir sehen dich dann heute Abend. Ach, da hinten muss ich wieder. Na klar, nehmen wir die Abkürzung. Einiges. Tut mir leid, Ezio. Wir konnten nicht wissen, dass Silvio so betrügen würde. Wieso denn nicht? Schwester, wir sollten doch sagen, wenn wir das Schwein gesehen haben, das die Maske gestohlen hat. Er ist auf dem Weg zum Fest des Dogen. Ich werde gehen. Ich fange ihn ab, bevor er dort ist und hole mir die Maske. Wie? Indem ihr den armen Teufel umbringt? Ja, ihr wisst, was auf dem Spiel steht. Nein, wenn ihr ihn tötet, sagen sie den Ball ab. Und Marco zieht sich in den Palazzo zurück. Dann hätten wir Zeit verschwendet. Wieder. Stehlt stattdessen die Maske. Leise. Die Mädchen können helfen. Sie sind schon auf dem Weg zum Fest. Auf der ganzen Strecke. Sie können ihn ablenken, während ihr die Maske besorgt. Na Ben, das sollte gehen. Mädels! Komm mit.
Nach euch, Ben. Wo ist er? Wo ist er? War er da hinten? Hier kommt der kühne mit langem, starkem Arm. Alter, geh mir doch mal aus dem Weg, Bisser. In ihren Hosen wird schön warm. Oh. Unser Kämpfen nähert sich, so lacht und tanzt. Wenn ihr nach fairen Preisen für Qualitätsarbeit sucht, dann seid ihr hier richtig. So ein lahmer Tag. So viele Freuden für so wenig Geld. Auf der Suche nach dem Freudenabstand lebens, Reisende? Wahrlich, die Herren Husser, starker Jonas. So. Wo ist denn der Affe jetzt? Güte, hier zu eurer Begutachtung, gute Leute. Ich brauche dringend Zuwendung. Ach, da! Diebstahl erfolgreich. Nö. Mir ist nicht nah da. Kommt und zieht meine Hand weg. Ja, ich auch. Dankeschön, Jungs. Buonasera, Signore. Ihr habt es geschafft. Marco ist auf einem Boot, noch in Ufernähe. Okay. Er wird in ein paar Minuten eine Rede halten. Nutzt meine Mädchen. Bewegt euch mit ihnen, um nicht entdeckt zu werden. Gut. Findet ihn. I miei omaggi. Schnell, ergreift die Flucht. Der Mann scheint mir bekannt. Ja. Oh, bestimmt. Ist das ein Team? Ist schon wieder Fastenball? Wo ist denn mein Geldbeutel hin? Hat jemand eine Börse gefunden? So. Ja, oh, besten. Ach, komm schon! Wie ist euer Plan? Kommt mir bekannt vor. Ich hab den Urstehen schon gesehen.
Das ist doch so. Alter, das ist nicht möglich hier. Komm mit, Mädels. Okay. Da musste ich echt konzentrieren. Ihr könnt doch sicher eine Pause gebrauchen. Signore e Signori, ich präsentiere euch den verehrten Dogen von Venedig. Benvenuti. Willkommen, meine Freunde, zum größten gesellschaftlichen Ereignis der Saison. Ob im Frieden oder im Krieg. In Zeiten des Reichtums oder Darbens. Venedig wird immer Karneval feiern. Ja, klar. Er verlässt das Boot nicht. Ich werde rausschwimmen müssen. Das besser nicht. Ihr werdet sofort entdeckt. Dann kämpfen. Einen Wartet. Moment. Heute Nacht feiern wir, was uns groß macht. Anschließend. Nein, so geht das besser. Licht über die Welt erstrahlt. Das ist es. Die Pistole. Mit der Erde. Scheiße, ich hab ihn verloren. Da, Eccolo, pack! Nein. Es ist zu früh. Ich bin nicht bereit. Das sind wir selten. Möge der Tod dir gnädig sein. Halt, Moment, ich war doch noch gar nicht bereit. Hier rauskommen. Und dann geht das schon vorbei. Denn ich muss mich einmal hier bedanken. Ich habe ein Elixier aus Blei und Granatapfel gebraut. Ideal für die Leber. Da solltest du nicht rein. Aber ist auch egal. Mal ein bisschen hier unaufmerksam werden. Wo muss ich denn da jetzt hin? Da oben? Oder dahin? Na gut. Noch ziemlich weit entfernt, ne? Auch nicht, Papis. Und. Oh.